Dann kann ich nämlich auch sagen, willkommen YouTube und ja, es ist Zeit vergangen, wie man hier vielleicht an dem Speicherstand sehen kann. Ich habe viel offscreen gelevelt, auch nicht bei Twitch, sondern einfach ein bisschen, weil das ist echt sehr, sehr aufwendig. Ich habe jetzt mit Tidus, Rico und Walker die Stats soweit maximiert, wie man sieht. Es ist noch nicht Top-Max. Also die Statuswerte sind top. Angriffskraft, Abwehr, Magie, Zauberabwehr, Geschick, Glück, Reflex und Treffer außer Glück, Entschuldigung. Alles auf 255 außer Glück. Da ist der Hardcap bei, oder Softcap eher gesagt, bei 120. Und ich habe jetzt mit Tidus, habe ich vorhin geguckt, ungefähr 55.000 oder 60.000 HP. Das reicht. Man könnte es noch auf die Spitze treiben, dass der 99.000 HP hat, aber hat 99.999 HP hat. Aber dann müsste ich auch wieder die Angriffswerte, Verteidigungswerte und so weiter anpassen. Sprengen, und da habe ich mir gedacht, boah, nee, okay, ich habe jetzt so viel Zeit da rein investiert, das dauert mir dann doch zu lange. Und ich denke, 60.000 HP sind hoffentlich solide für die optionalen Bosse. Ich wollte mal kurz Ausrüstung. Ja, okay, 65.000 HP. Und dann denke ich, dass Rico vielleicht ein bisschen weniger hat. Dann schätze ich Rico bei 55.000. Waka ist so auf demselben Level. Und jetzt wollte ich mit euch in der Folge noch ein bisschen Yuna leveln. Yuna, das sind auch die einzigen drei, die anderen mache ich nicht fertig. Ich mache Tidus, Rico, Waka sind soweit komplett. Wenn die 65.000 HP nicht ausreichen, werde ich nochmal auf 99.999 gehen. Aber ich denke, das ist nicht notwendig. Yuna hat noch ein kleines Stück. Ich wollte mit euch jetzt ein Tom Berry Run machen. Ein Tom Berry Trick. Dann gehen wir das durch und das wird nicht Max sein. Wir werden das aber, das reicht erstmal, damit die Bestien ein bisschen stärker werden. Man sieht, die sind schon gut vorangewachsen seitdem. Und dann holen wir heute die Solaris-Waffe für Yuna, das Magus-Trio und besiegen natürlich dann noch die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, auf jeden Fall das Medium. Und dafür level ich nochmal Yuna, aber ich glaube, die Bestien sind jetzt eh schon stark genug. Aber egal. Darum, lange Rede, kurzer Sinn, wir geben Kniegas und danach in der nächsten Folge oder in dieser gehen wir dann noch die schwarzen Bestien an. Ich denke, Valfaris, Ifrit etc. sind kein Problem. Ich glaube, schwer wird es bei Jojimbo, könnte ich jetzt vermuten, Anima sowieso und Magus Trio. Die anderen müssten noch so von der Hand gehen, hoffe ich. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. So, dann machen wir noch einmal kurz den Level-Trick. Hat auch Ausrüsten, Ultima Schwert. Du darfst nicht zu viel abziehen. Und du hast die Himmelsachse. So, dann zeige ich nochmal für alle notfalls den Tom Berry Trick. Geht man hier schön in die Gebietssammlung, nimmt den Tom Berry. Yuna ist jetzt auf der hat den Ekstase-Status Zorn. Das heißt, wenn Tidus oder Rico Schaden bekommen, kriegt sie dafür durch den Ekstase-Wander und den Triple AP AP dafür, dass wir von dem Tom Berry angegriffen werden. Autsch. Ich hoffe, ich habe noch genug Phönixfedern. Fällt mir gerade ein. Aber ich denke ja. Fällt dir ja früh ein. Ja, ich weiß. Ja. Und dann denke ich mal natürlich, die Story dürfen wir nicht vergessen. Ich habe jetzt den Fokus auf schwarze Bestia, Richter, Deus etc. gelegt. Aber natürlich schließen wir auch noch die Geschichte ab. Das wird dann an sich nicht mal lange dauern, weil Sin jetzt schon kein Gegner mehr ist. Auch alles, was da drin vorkommt. Dafür sind wir jetzt schon mittlerweile zu stark. Was wir eventuell machen, ist bei den schwarzen Bestien eventuell resetten, zumindest bei den einfachen wie Valfaris und sowas, falls die keine nützliche Ausrüstung droppen, weil die droppen
Ausrüstung mit Schleife oder HP-Expander und das ist schon sehr gut, weil da muss man sich nicht die Items doch erfahren, weil bisher habe ich nur einmal HP-Expander und einmal Schleife und das ist mit Tidus. Und da sind auch schon die Items weg, deswegen. Da müsste man wieder Geld farmen, da musste man bestechen. Das ist aufwendig. Dann kann man das gleich bei dem Bestian mitnehmen. Und dann, wie gesagt, gehen wir dann gleich erstmal, bevor wir aber die schwarzen Bestien machen. Bessern wir Yuna ein bisschen auf und gehen da mal ganz schnell das Magus-Trio holen. Und ich glaube, da kriegt man noch das Item für die Solaris-Waffe. Ich weiß es aber auch nicht mehr so ganz genau. Einzig an diesem Tom Berry-Trick, was mir mittlerweile aufregt, seitdem ich das so oft gemacht habe, ist die Animation. Aber das ist noch ein Kinderspiel. Ich habe ja für Glück Glücksspiruinen gefarmt und gleichzeitig muss man dafür auch noch Fortuna-Spiruinen farmen. Oh. Das Schlimme ist, das Monster, jedes Mal, wenn man es anhaut, also man muss einmal gegen den Erdverspeiser, heißt er, glaube ich, und gegen die Wabbelmasse kämpfen. Jeder Schlag, die Wabbelmasse kontert entweder mit Ultima oder mit einer Presse und der Erdverspeiser mit einem Megatonschlag oder Flair nach jedem Angriff. Oh, war das mühselig. War das mühselig, aber ich habe es soweit geschafft. Ups, mit wem habe ich denn das weggemacht? So. Ich glaube, das müsste schon reichen, damit wir mit Yuna 99 Punkte bekommen. Aber ich gehe mal auf Nummer sicher, jetzt gerade. Weil sie hat Triple Ekstase und Triple AP. Ich glaube, das reicht. Wir nehmen noch den Angriff von Miko mit, der gibt jetzt nicht so viel wie Tidus, aber ist egal. Oh, da kommt der mal näher, der kleine grüne Gauner. Das davon noch kein... Ach komm, einmal mit dir das noch. Das davon kein Spin-Off. Jeden Final Fantasy-Teil aufgetaucht ist, wundert mich. Ich meine, er hat irgendwo immer seine Rolle. Aber eigentlich ist er ja schon der wahre Held vom Final Fantasy. Der kleine Rabauke. So, und Yuna. Wunderbar. So levelt man halt im Final Fantasy. So funktioniert das. So, dann. Spiruinen müsste ich genug haben. Und ich würde jetzt ganz gerne das HP-Feld mitnehmen, damit die Bestie ja auch ein bisschen mehr HP bekommen. Aber wenn ich schon hier bin, nehme ich ganz kurz diese Sachen noch mit. Hier lang. So. Wie gesagt, wir machen das nur einmal jetzt. Danach mache ich das mit Tom Berry nicht mehr. Wenn es irgendwann mal vom Vorteil ist, Yuna vielleicht wegen dem Magus-Trio oder Anima zu nutzen, werde ich nochmal separat alleine Yuna leveln. Aber ich denke, erstmal müsste das ausreichen. Weil wir werden es mit den AP, glaube ich, jetzt nicht schaffen, das Brett zu vervollständigen. Weil ich denke, wenn die Folge nur davon voll ist, das kann auch nach einer Zeit ziemlich eintönig werden, deswegen. Aber ich wollte das nochmal machen, nicht, dass ihr denkt, wie hat er jetzt die ganze Zeit gelevelt und wie hat er das gemacht? So habe ich es gemacht. So, wir gehen mal zum... Nein, abbrechen. Abbrechen. Please. Houston. Nein. Das Feld habe ich übersehen, das nehmen wir auch noch mit. Das habe ich übersehen. Oh, ich habe so Hunger. Ich habe mega Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen.
gestern relativ wenig gegessen. Und ja, ich weiß, dass diese Tage kontraproduktiv sind. Aber ich gönne es mir. Ich mache mir heute einen wundervollen Cheat Day. Ich bestelle mir heute lecker was zu essen. Ich werde es nicht ausatmen lassen. Aber ich achte jetzt nicht auf die Kalorien. Ich bestelle mir heute eine Pizza und vielleicht noch eine Pommes dazu. Und heute Abend gibt es noch ein lecker Eis. Das sind dann roundabout irgendwie 4000, 5000 Kalorien. Aber ich runde immer grob hoch. Ich rechne, eine Pizza hat jetzt einfach 1500, 1700 Kalorien. Eine Pommes auch nochmal 1000 Kalorien. Ich nehme immer extra ein bisschen mehr. Und das Eis, gut, das Eis ist jetzt nicht hochgerundet. Das Eis hat auf jeden Fall 1500 Kalorien. Und dann kommt man so auf 4000, 5000 Kalorien. Und davon werde ich jetzt nicht fett. Aber es wirft natürlich auch einen kleinen Diätfortschritt wieder ein bisschen zurück. Aber ich liebe es und ich werde es machen. Ausnahmsweise mal in Anführungszeichen, was soll das denn heißen? Ich habe mich diese Woche so gesund und so kalorienarm ernährt. Ich habe teilweise täglich nur 1200 Kalorien gegessen, nicht nachmachen. Das mache ich auch nicht lange. Das werde ich jetzt noch eine Woche machen. Und heute wollte ich einen Cheat Day machen. Eigentlich wollte ich einen Refeed machen. Das heißt, 2-3 Tage 400 bis 500 Gramm Kohlenhydrate essen. Aber ich habe voll Bock auf Eis. Und in einer Eis ist so viel Fett drin. Deswegen kann ich es schon nicht mehr als Refeed betiteln. Dann kann ich auch gleich Pommes essen. Also braucht man nur 1200 Kalorien am Tag. Okay, hier kommt drauf an. Wenn du irgendwie nur 1,30 Meter groß bist und 30 Kilo wiegst, dann ja. Dann kann es durchaus sein. Halt, wo sind die HP-Felder? Da sind noch... Oh, okay. Oh, ja. In die Richtung, in die Richtung. In diese Richtung. Aber das nehme ich auch noch mit. Das war auch schon wieder so Fail. Ach so, nee, gar nicht. Ja, doch, ein bisschen. Aber 1200 Kalorien ist halt nix. Also wenn, obwohl eigentlich, also für mich ist es nix, aber eigentlich ist es auch nicht, okay, 800 Kalorien machen viel aus. Wenn ich mich nicht bewege, keinen Sport mache, dann komme ich echt auf diesen Otto-Normalverbraucher, der auch oft an so Verbraucherzentralen als Standardwerk genommen wird, auf meine 2000 Kalorien. Wenn ich Sport mache, je nachdem wie viel, weil ich jetzt nur Krafttraining mache, komme ich so auf 2,2, 2,3, weil das ist ein Irrtum, dass man glaubt, dass Krafttraining so viele Kalorien verbrennt. Das tut es nicht. Eigentlich verbrennt es schon viel dadurch, dass man Muskeln bekommt und Muskeln verbrennen an sich mehr Kalorien als Körperfett. Also verbrennt es schon wieder mehr Kalorien auf Dauer, aber jetzt das Training an sich nicht. Wenn ich dann noch laufen gehen würde, würde ich irgendwie auf 2500 kommen oder spazieren gehe nochmal eine Stunde oder anderthalb. Und ich finde 2000 Kalorien nicht viel. Ich weiß auch nicht, wie Leute immer sagen, sie können nicht zunehmen, weil 2000 Kalorien, das könnte ich in einer Mahlzeit essen. Aber wenn ich auf Diät bin, ich muss mich richtig zusammenreißen und richtig die richtigen Lebensmittel aussuchen, die echt füllen. Also ich esse dann so viel Salat und so viel Gemüse. Einfach nur, dass mein Magen denkt, dass ich voll bin. Weil ich könnte locker... Ungelogen, ich mache mir 500 Gramm Nudeln. Und ich könnte auf Anhieb 400 Gramm Nudeln essen, ohne Probleme. Und nach 2 Stunden habe ich dann wieder Hunger. Das gleiche mit Reis.
Manche sagen, Reis sättigt mehr als Nudeln, aber ich merke da keinen Unterschied. auch wenn es Vollkornnudeln oder sowas sind. Aber ich habe schon als Kind immer so viel gefressen, obwohl ich war immer mega dünn früher, also richtig dünn. Ich habe übertrieben viel gefressen, also ich glaube, es ist irgendeine Krankheit oder so. Ich habe keine Ahnung. Deshalb verwundere ich mich auch, wo gehe ich jetzt lang? Deshalb auf YouTube wurden mir auch oft so 10.000 Kalorien-Challenges vorgeschlagen. Ich will aber hier hin. Wo komme ich hin? Bis hier hin? Schade. Okay, so viel haben wir jetzt nicht gemacht. Da haben wir aber noch viel Platz. Auf jeden Fall die 10.000 Kalorien-Challenges. Da denke ich mir immer... So schwer ist das doch gar nicht. Die versuchen da mit Biegen und Brechen drauf zu kommen. Selbst wenn jetzt ein Otto... Wenn man jetzt zwei Toast mit Erdnussbutter oder Nutella isst, also da muss man natürlich auch die Erdnussbutter dick drauf streichen, aber wer streicht sie auch dünn drauf? Schon allein, wenn man das isst, dann sind das doch schon irgendwie 700 Kalorien oder so. Also... Das Toast alleine jeweils 90 Kalorien, 90 bis 100, runden wir ab, damit es schwerer ist, sind dann 180 Kalorien zwei Toast und dann nochmal die Erdnussbutter, jeweils pro Portion. Okay, komm, okay, 150. Ah, nee, 150 ist bei Erdnussbutter zu wenig. Auf jeden Fall sind das dann, sagen wir, das sind dann 600 Kalorien. Da sind nur zwei Toast mit Erdnussbutter. Davon ist man nicht lange satt. 10.000, das über den Tag verteilt, sogar für mich machbar. Ja, also ich finde es auch nicht so schwer, um ehrlich zu sein. Ich meine, es ist jetzt nicht förderlich. Kann ja auch sein, dass jemand so eine Maschine ist, der das dann verbrennt. So, jetzt haben wir Yuna ein bisschen aufgelevelt. Wie viel hat das ausgemacht? Okay, so viel hat er jetzt gar nicht dazu bekommen. Das irritiert mich jetzt. Wieso hast du so wenig HP? Wurdest du überhaupt stärker? Habe ich Yuna überhaupt gelevelt? Was ist passiert? Irgendwie, am Anfang ging das mega schnell mit dem Bestia. Und jetzt hat sich fast gar nichts getan. Hä? Okay, interessant. Naja, egal. Gut, reicht trotzdem. Speichern. Dann... Ausrüsten, Waffe, Ultima-Schwert, Gotteshand und du kriegst gleich das Nirvana, hier und ach, hast du schon ausgerüstet. Jetzt holen wir uns mal, ich glaube, da ist auch das, ich hoffe, ich verwechsel das nicht, ich stelle mir das gerade so unkompliziert vor. Da, wo wir jetzt hingehen, müssten wir das Item für Yuna bekommen. Ich glaube, ein Spiegel oder Siegel oder Marke, eins von beiden. Das andere haben wir ja schon. Und gleichzeitig ist da auch der Kampf gegen die ganzen Bestia. Und da bekommt man das Magus-Trio. Ich hoffe es. Ich habe es so in Erinnerung. Ich kann mich auch total irren. Aber ich bin ja noch nicht alt und ich vertraue auf mein Gedächtnis. Kurzzeit- wie Langzeitgedächtnis. Spring! Ja gut, die schwarzen Bestien machen wir, glaube ich, nicht in dieser Folge. Wir sind ja jetzt schon bei 19 Minuten. Und 19 Minuten hat das Leveln jetzt schon allein gedauert. Da ist der Tempel. Quick. Das finde ich interessant. Diese Äffchen... sind hier so nebenbei und im Final Fantasy X-2 haben die sogar noch eine wichtigere oder kleinere wichtige Rolle. Das ist irgendwie lustig. Und so schön subtil. Gefällt mir. So. Okay, wollen wir mal. Ich weiß es halt nicht mehr, ob man... eine Beste jetzt mehrmals benutzen darf. Oder nur einmal. Deswegen will ich jetzt nicht sofort Anima benutzen. Welcome, Yuna.
What is this place? Rimium Temple. Once a great religious center in the Calm Lands, lost after the battle with Sin. And this is your home? What? You got something against company? It's a long story. Easier perhaps to show you. You're dead too. Alle sind hier tot. Don't send me just yet. There is still one thing left for me to do here. With the help I can give, a young summoner might just be able to defeat Sin. Well, Yuna, I challenge you. If you cannot beat me, you'll never beat Sin. Ich werde mich anstrengen. Ah, okay, man kann es sich gar nicht aussuchen. Okay. Okay. Very well. Before we begin. Now, are you ready? Ich hatte das anders in Erinnerung, aber gut. Jetzt müssen wir mit jeder Bestie einmal kämpfen. Oder ruft sie jetzt, weil Faris und ich kann mir eine Bestie aussuchen. Ich weiß es doch nicht mehr. Kehr. Choose your Aeon well, Summoner. Okay, ich darf mir eine aussuchen. Aber um sicher zu gehen, rufe ich jetzt einfach erstmal. Ich weiß nicht, mit wem für wen welches Siegel gut ist. Scheiße. Warte mal. Habe ich mit jemandem schon Hit Expander? Also ich habe schon mindestens, glaube ich, für zwei Bestia. Aber ich weiß nicht, für welche. Für Ifrit vielleicht? Ja, egal, komm. Ich bin mal gespannt. Aber eigentlich dürfte es nicht schwer werden. Wie oft bin... Okay, guck mal, wie oft ich dran... Ihr seht das jetzt aber doch ein bisschen an der Kamera. Seht ihr das? Das Blaue bin ich. So oft dürfen wir angreifen. Okay, ich denke mal, das wird kein Thema sein. Okay, Ifrit hat 99.999 Schaden gemacht. Es war die richtige Wahl. Es tut mir leid, Valfaris. Stop. That is enough. Vielleicht war ich auch zu übermotiviert und ich hatte den Kampf schwerer in Erinnerung. Ah, you have made some progress. And for that, I'm glad. Bist nur leicht über Level, wie es aussieht. Ja. May come in handy. Oh. Ich will nochmal. Well, Yuna? Ich werde mich anstrengen. Ifrit. Very well. Now. Kann ich nicht. Ach, das ist blöd. Jetzt kann ich nicht testen, ob ich Ifrit nochmal benutzen kann. Weil sonst will ich die ganze Zeit Anima einfach einsetzen. Aber nehmen wir gegen Ifrit einfach Shiva. Choose your Aeon well, Summoner. Okay. Tu ich. Angelika! Okay, für ihr haben wir keine Waffe, weil sie zieht nur 9.999 ab. Aber das war schon. Okay, ich hatte die Bestie auch schwieriger in Erinnerung, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Stop. That is enough. Okay, okay, ja. Ich bin das wahre Medium. Ah, you have made some progress. And for that... I'm glad. Take this. It may come in handy. Oh. Ich will noch mal. If you've got Ixion. Very well. Now. Also wem will sie ihn hier zum den Weg weisen, wenn ihre Bestia so schwach sind. Das ist ja hier ein Unterschied wie Kakarot gegen Krillin. Okay, ich könnte Ifrit wieder benutzen. Gut, dann rufen wir
Wer war nochmal Schnitte? War Schnitte Anima? Wer hat sich diese Namen nur ausgedacht? Es ist eh meine Lieblingsbestia. Und sie ist so mächtig, sie greift nur mit dem Auge an. Wenn es gibt nichts Cooleres. Zack, tschüss. Vernichtet. Okay. Ich gebe zu, ich hab's unterschätzt. Wir hätten viel, viel eher gehen können und die Waffe für Yuna holen können. Ich wusste es doch nicht. Ah, you have made some progress. And for... take this. Schokobo-Feder. Ah. Nochmal. Well, Yuna. Shiva. Very well. Now. Choose your Aeon well, Summoner. Du sagst immer das Gleiche. Oh, da fällt mir ein. Das mache ich jetzt ganz schnell. Ich muss noch die Kategorie ändern, aber daran erinnert mich ja auch keiner. Stop. That is enough. Tolle Zuschauer habe ich hier. Ah, you have made some progress. And for that, take this. Hä, wann kriegen wir denn die Knospe? Kriegt man die nicht schon viel eher? Bahamut. Very well. Now. Du musst mich nicht heilen. Das ist nicht nötig. Du bist ein miserables Medium. Du meckerst ja nur rum, wie viel Arbeit das ist. Ja, weil ich immer an alles denken muss. Und es selber auch dann noch betätigen muss. Mann, 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 Mann. Einmal mit Profis. Choose your Aeon well, Summoner. Boah, jetzt sieht man erstmal, wie groß Anima ist. Oder Anima, Entschuldigung. Jetzt sieht man das erstmal. Okay. Hatten wir schon jemals so eine Sicht im Kampf? Oder habe ich nur nicht die ganze Zeit nicht drauf geachtet? Okay, das sieht ja schon überragend aus. Ich würde gern, wir haben glaube ich die Ekstase noch nicht gesehen. Die Ekstase von Anima ist auch mega, mega cool. Ich glaube auch mit die stärkste im Spiel. Oder sogar ist die stärkste, glaube ich. Das sieht schon geil aus. Zack. Und den König der Bestia besiegt. Gilt Bahamut eigentlich immer als König der Bestia? Weil ich weiß, dass es in Final Fantasy 8 angesprochen wird. Dass Bahamut der König der Guardian Force ist. Oder Guardian Force. Blumenkrone, da ist sie. Sehr schön. Oder bekriegen wir hier nicht das Siegel? Wo kriegen wir... Warte mal. Wo kriegt man nochmal das Siegel für Yuna her? Wichtige Items. Wo kriegt man das Luna-Siegel? Das, ich glaube, man kriegt das von hier. Ansonsten muss ich nochmal nachgucken. Jojimbo! Kann der vielleicht eine Gefahr werden? Wenn er seine One-Kill-Attacke einsetzt. Naruto! Believe it! Choose your Aeon well, Summoner. Okay. Ich wollte auch Jojimbo rufen. Gucken, welcher Jojimbo besser ist. Dann ziehen sie beide gleichzeitig das Katana und ja, zack, gucken, wer schneller zieht.
Okay, die Sicht ist auch geil. Wie groß die Bestie einfach ist. Unglaublich. Ich denke mal, sie wird jetzt auch einmal noch Anima rufen. Take this. Schwarzer Stein. I will be the Anima. Very well. Now. Very well. Hier drin sieht man einfach, wie brachial die Beste ist. Ihr könnt die ganze Zeit darüber staunen. Komm, Ifrit zieht gewissenhaft 99.999 ab. Rufen wir ihn mal. Zack. Was eine schwache An... Ja, dass sie so wenig HP haben, finde ich irgendwie schade. Aber ich glaube auch, die schwarzen Bestien, wie gesagt, wären... Zumindest Valfaris ist die Schwächste. Aber dazu später mehr. Stop. Please stop. Ah, you have. Take this. Well, Yuna. Weil ich habe doch alle Bestia besiegt. Was muss ich jetzt machen? Oder muss ich mit jeder Bestia einmal gespielt haben? Very well. Now. Ich weiß es nicht mehr. Ich mache jetzt einfach... Nee, ich glaube, man muss was anderes machen. Segne sie. Oder ich muss, glaube ich, erst das... ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich muss das, kann das Magus-Trio jetzt holen. Und dann hat sie vielleicht auch noch als Beschwörung einmal das Magus-Trio. Könnte ich mir vorstellen. Ich habe es, wie gesagt, lange, lange nicht mehr gemacht. Komm, nehmen wir mal Bahamut. Ich zeige jetzt mal, was ein richtiger Bahamut ist. Bahamut. Ich meine, Jürgen. Die Tür ist durch eine Kraft versiegelt. Benutzen. Benutzen. Jawohl. Zumindest haben wir schon mal das Magus-Trio. Mit der Luna-Marke oder Luna-Siegel bin ich mir jetzt immer noch nicht so sicher. Aber ich meine, das kriegt man auch hier. Das ging aber schnell. Die ist rein raus. Wie mein Sexleben. Ach, jetzt können wir die auch noch gerne benennen. Stimmt ja. Aber da keiner wusste, dass ich heute streame und nur einer da ist, der darf sich jetzt auch die... Er hat das Glück, sich die Namen zu nennen. Also. Oder wir können sie auch so lassen.
Ich meine, ich habe ja noch einen Tintenkiller, da kann man sie immer noch später umbenennen. Wenn das jemand unbedingt möchte. Fette Biene, da, ich glaube, das passt erstens nicht hin und zweitens ist das gemein. Nee, das passt nicht hin. Das hätte ich aber auch, um ehrlich zu sein, nicht genommen. Das ist gemein. Die hat nur ein bisschen, die hat nur gerade was zwischen den Backen. Das ist alles. Du bist gemein. Nein. Hamster. Okay, gut. Hamster ist okay. Wo ist das große Haar? Da. Hamster, bestätigen. So, wie soll diese junge Dame heißen? Die hat ein cooles Bild. Das ist wie eine bessere Shiva irgendwie. Schnitte haben wir schon. Ich habe Schnitte schon genommen. Schnitte heißt Anima. Ich habe doch den Namen nicht vergessen. Es war doch letztens nur ein Scherz. Und Angelika wollte dich wahrscheinlich aufziehen, dass du denkst, ich hätte wirklich nicht dran gedacht. Aber ich denke an sowas. Denn meine Community ist mir wichtig. Anima heißt doch Schnitte. Ich sehe, ihr seid genauso kreativ mit den Namen wie ich. Das ist immer wieder gut. Dann bin ich ratlos. Komm, dann können wir die. Es sind noch zwei zur Auswahl. Dann können wir die. Die erinnert mich total an den Anime-Charakter. An wen erinnert die mich? Oh, Kacke. An wen erinnert die mich? Und mir liegt es auf der Zunge. Hausfrau. Nein. Ruck ist keine Hausfrau. Die andere könnten wir gerne Hausfrau nennen. Na komm, lassen wir das erstmal so. Gut. So. Und jetzt muss ich wahrscheinlich nochmal gegen dich kämpfen. Well, Yuna. Ich werde mich anstrengen. Da habe ich es mir doch gedacht. Very well. Now. Aber ich will auch das Magus-Trio einsetzen. Jetzt haben wir das Magus-Trio und können es nicht einsetzen. Oh oh! Ihre Attacke ist auch so stark von der Kleinen. Wenn die ihre Nadelspray einsetzt, das ist so stark. Aber leider ist sie jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel, weil sie nur schwache Monster hat. Bestia. Mann, ist die fett. Die hatte auch, genauso wie ich, die hatte auch nur einen Cheat Day. Da zieht man viel Wasser. Wow, da sind sogar zwei danach dran. Erstmal töte ich sie, weil sie ist, glaube ich, ich finde, sie ist am stärksten. Erstmal mit einer Fliegenklatsche, zack. Aua! 51! Ah, okay. Das Magus-Trio finde ich auch cool. Also mit nach
Anima, glaube ich, meine zwei Lieblingsbester hier im Spiel. Stop. That is enough. Vielleicht auch Ifrit. Ifrit und dann das Magus-Trio. Eigentlich mag ich von Magus-Trio nur die ganz kleine, weil die so coole Attacken hat. I'm glad. Take this. Aber wo kriegen wir noch mal? Perhaps you'll teach me again someday? That's not possible. You have already surpassed your father. There is nothing more I can teach you. My work here on Spira is done. Time for me to go. Send her. Sie besegnen. Yes. Töte sie. Schick sie ins Nichts. It is in your hands. Destroy Sin and save Spira. Ah, okay. Woo. Ich dachte schon. Nice. Dann hat das ja alles so geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Holen wir noch die Solaris-Waffe für Yuna. Und dann können wir demnächst die schwarzen Bestie angehen. Makalania. Makalania. Here we go. Kann ich eigentlich auch schon die Solaris-Waffe für Orin holen? Ich meine, Orin haben wir jetzt nicht gelevelt, aber... Oh, ich speichere das aber vorher nochmal ab. Diesen Fortschritt. Ausrüsten, Tidus, Hasenschild. Dann kommen wir ein bisschen schneller. In dem Wald. Nee, falsch. Stimmt, die Schmetterlingsjagd müsste ich auch noch machen. Ich glaube, das war für Kimari. Aber wir brauchen. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Action. Ich habe so viel Zeit in das Leveln reingesteckt. Ich möchte jetzt mal ein bisschen Action haben. Lege die Waffe des Solaris. Ja, ja, hier, Yuna. Vorlegen. Yuna. Die Waffe ist nun stärker. Oh. Nochmal, Yuna, bitte. Die maximale Stärke. Habe ich für Orin auch schon. Ich teste das mal ganz kurz aus. Ich habe zumindest das alte Schwert schon mal. Das ist ja schon mal was Gutes, glaube ich. Orin! Oh. Hä, aber wie funktioniert denn das nochmal? Ja, doch, das alte Schwert. Dann muss ich damit nochmal irgendwas machen. Okay. Aber die Wichtigsten haben ja ihre Solaris-Waffe. Ausrüsten. Yuna. Nirvana. MP1. Oh. Aber Triple Ekstase und Doppel-AP finde ich irgendwie blöd. Offene Solaris-Waffe. Man kann sich halt später viel bessere Waffen eigentlich selber basteln. Aber hat das jeder? Nein. Zum Beispiel Tidus-Waffe ist schon ziemlich cool. Triple Ekstase ist okay dann. In dem Fall. Doppel-AP. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Doppel-AP sind nutzlos. Ja, gehen wir mal zu der ersten schwarzen Bestie. Oh, man muss sie nicht der Reihenfolge nachmachen, aber ich denke, Valfaris ist eine gute Anlaufstelle. Und ich beende jetzt hier die Folge für YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel geschafft in dieser Folge, in dieser doch kurzen Zeit.
German is a charming language. Cute. Weißwurst. Und Brezel. Ah, so cute. Und dann machen wir jetzt die schwarze Bestie auf Valfaris. Entschuldigung, YouTube, es kam gerade, glaube ich, jemand Englischsprachiges hier in dem Chatraum, deswegen. Ohne Kontext stelle ich mir das gerade ziemlich lustig vor. Egal, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.